Wir gucken uns dieses eine finale TikTok nun an. Das wird dein Kunstwerk. Oha, Digga! Wo ist der hin? What up, Ben? Willkommen, Freunde! Herzlich willkommen zurück zu dem Weihnachten Adventskalender. Und heute, Freunde, haben wir was ganz Besonderes auf Lager. Seht ihr mal da, die 11. Der 11. Tagus. Wir haben direkt Rocket hier als Surprise daneben. Aber nicht nur das, Freunde. Heute haben wir ein Several-Paket. Wir haben nicht nur eine Sache hinter dem Türchen, sondern die erste kleine Sache ist erstmal das. Der gibt nicht mal nichts. Ein ultimativer Handy-Sticker von The One and Only Rocket by Simon Will Marke, den wir eventuell demnächst officially rausbringen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den auch so saftig findet wie ich und ob ihr ihn haben wollt. Und dann ist aber die wahre Überraschung des heutigen Videos. 3, 2, 1, Thema. Und natürlich der Rocket-Sticker auf dem Computer, liebe Freunde. Sowas gibt's auch nur hier. Kommt zu glauben, aber wahr. Thema, my friend. How are you doing? Es ist very schön, dich hier zu haben. Heute. Welcome from Russia. Welcome. Ist es jetzt? Gerade was geküsst. Echt? Ja, dann hat sein Kopf, das ist mir ausgesteckt. Ah, ich liebe es, wenn er das macht. Der ist so komplett voll süß. Krank kuschelig einfach mittlerweile so. Er kommt immer so her, so. Heute haben wir uns versammelt, um eine kleine, aber feine analytische Session durchzuziehen. Freunde, wir haben nämlich was vor. Eine kunstwissenschaftliche Analyse, oder was? Ist das? Die Tickety-Tux. Jeder von euch kennt natürlich die neuen TikToks. Gefühlt vor jedem YouTube-Video ist irgendeine Werbung dazu. Ich war sogar auch in einer TikTok-Werbung drin. Echt? Ja? Glaube nicht. Hä, doch? Von Ich hab eine 6 gibt's einen TikTok. Das lief auf Werbung die ganze Zeit. Echt? Hast du das eingestellt? Ja, ich hatte eine Kooperation mit dir. Ich bin ja eigentlich so voll so mit TikTok, weißt du? Ah. Ich hab sogar abonniert mich bei TikTok. Hier ist eingeblendet. Ich hab übrigens jetzt auch einen TikTok erstellt. Und darum soll es nämlich heute auch gehen. Wir beide haben jetzt nämlich gedacht, okay, diese ganzen neumodischen Systematiken hier auf TikTok, wir, die alten Hasen im Game, müssen da natürlich auch auf den Zug mit aufspringen. Du schon länger, du hast schon ein paar TikToks gemacht, gell? Ja, ja, ich habe sogar schon Follower drauf. Geil. Oh, Danergos ruft an. Moin, Danergos. Hey, wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Mir geht's ganz gut, mal ganz prickelnd. Ich wollte Sie was fragen. Wollen Sie was sagen? Hätten Sie mir heute Abend vielleicht Zeit für ein Video? Ich hätte da eine geile Idee. Haben Sie eine geile Idee? Danergos, wie ist das damit? Lasst uns doch gleich nochmal telefonieren. Ich rufe Sie direkt nach dem Video an. Super, rufen Sie an. Danergos, wir sehen uns. Alles gut. Tschüss. Alles gut. Tschüss. Alles gut. Das heißt, Dima hat auf jeden Fall schon ein paar TikToks gemacht, ich noch nicht. Allerdings wird sich das bald ändern, denn wir wollen auf jeden Fall erstmal ein paar TikToks nachmachen, weswegen wir uns heute zusammengefunden haben, um die absolut grätzigsten und heftigsten TikToks rauszufinden. So, Dima. Ich muss aber dazu sagen, es gibt so diese ganzen Vorurteile über TikTok, aber so schlimm ist die Plattform gar nicht. Es gibt keine halbnackten Kinder mehr. Und es gibt auch echt geile Sachen. Es gibt echt kreativen Stuff. Es gibt natürlich viel Müll, so wie mich, aber es gibt auch ein paar coole Sachen. Da frage ich mich an der Stelle so, Dima, warum sind Sie denn dann überhaupt noch auf TikTok unterwegs? Weiter geht's. Wir ziehen uns nun also erstmal diese verrückten TikToks rein und dann entscheiden wir, beziehungsweise mit euch zusammen, welche wir da nachmachen sollen. Das heißt, ihr kommentiert, welche ihr nachmachenswürdig findet für uns, über die Mann. Also ich finde, TikTok ist eigentlich schon wichtig fürs Leben. TikTok ist Bildung. Wenn TikTok keine Bildung ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist Wissenschaft. Es gibt natürlich viel Müll, so wie mich. Wir können ja sagen, auf welche wir Bock haben so und auf welche wir gar keinen Bock haben. Und dann können wir sicher sein, dass die Leute kommentieren, dass sie die machen müssen, auf die wir keinen Bock haben. Okay. Let's start! Schon excited, gell? Ja, ich liebe die wirklich. Also, das sind wirklich kreative Sachen dabei. Okay. Oh. Alter. Damn. Okay, Digga, das war eigentlich alles, was du im Meme brauchst. Das ist einmal hier rechts, das Doch daneben halt. Das ist auch nice. Also, es gibt, TikTok besteht auch so aus zwei Lagern. So diese süßen Girls oder so Leute, die versuchen wirklich irgendwie Challenges zu machen, so auf richtig zu machen. Und diese Trolle, die das alles auf. Der linke war der übelste Troll, aber ich fand den voll. Das hab ich gefeiert, ja. Digga, der war voll kreativ am Start. Genau die sind die kreativsten TikToks eigentlich. Ja. Das gab es früher nicht. Und dadurch, dass sie diese Duett-Funktion eingebracht haben, dass man so daneben. Die ist halt voll geil. Mega genial. Die Duett-Funktion allein deswegen feiere ich TikTok jetzt zum ersten Mal. Okay, das Ding ist, den da wisst ich aber schon genau, wenn wir den nachmachen, dann könnte der so komplett crazy und komplett übertrieben sein. Den könnte man auch gut nachmachen. Safe. Aber vor allem, guck mal, der Typ hat sogar heftig da so mit organisiert, der ihn dann die Sachen zuschmeißen muss und alles drum und dran. Also. Das kann ich dir mal. Hey, ich dachte, das Girl schmeißt. Hä? Das ist recht. Weiter geht es. Mega. Mega. Bisschen Werbung. Moin. Das ist TikTok. Ja, das ist eine geniale Idee. Best auf TikTok und dazwischen kommt immer deine Werbung. Tschüss, wie lange diese Werbung geht. Digga, das ist länger als alle TikToks zu sehen in diesem Video. Der Typ knackt einfach so safe. Hä? Hä? Was ist das? Hä?
Was war das für ein Scheiß, Alter? Hä? Er hat gerade ein Selfie gekriegt. Er dachte, so Selfie gekriegt und der singt einfach so Justin Bieber. Aber er war voll die süße Stimme beim rechten Typen auf jeden Fall. Das ist definitiv. Die Stimme klingt voll. Genau, genau. Ja, sieht so echt aus wie richtiger Safe, oder? Ja. Also, sieht sieht nicht fake aus, sieht voll echt aus. Der hat die Chat von TikTok ein Safe geknackt. Digga, moin. Okay, nachmachen, ja, nein? Gehen wir auch einfach die Meinung. Sollen die Zuschauer gerne entscheiden? Also, du weißt, ich komme aus Russland, ich bin bei jedem Scheiß dabei. Moin. Moin. Jetzt geht's rum. Ich will so am Ende dieses Videos mindestens an den Punkt sein, dass wir 5 Dinge nachmachen können auf jeden Fall. Okay. Okay. Okay, easy. Wie geil ist denn das? Das war der absolute Shit. Irgendwie voll random, weil macht keinen Sinn. Doch, ich fand's voll geil. Hey, der schlägt in den Fuß die Kamera und es fällt von oben dieser Putz von der Decke. So. Macht gar keinen Sinn, aber es ist trotzdem... Weil der Fuß war ja auch so voller Mehl. So, das hat ja schon keinen Sinn gemacht. Nee, das ist so eine Challenge, das gibt's halt voll häufig, so in den Schuhen. Ach so, okay. Ich bin da schon richtig drin, ich erklär dir das. Bei TikTok gibt's eine Challenge, irgendwie so eine Schuh-Challenge. Dann schlägst du zur Kamera mit dem Schuh und machst dann den Schnitt dazwischen, passt plötzlich einen neuen Schuh. So, zeigst du die ganze Schuhe. Was? Also, ja, das sind verschiedene Schuhe, die du da zeigst. Moin, hab ich nicht mal gedacht. Ja, moin. Aber ist eigentlich schon witzig. Hey, aber trotzdem hat der Mehl an den Schuhen so. Ja, keine Ahnung warum. Das ist die Frage der Fragen. Es ist ein Mysterium, ein Fall für mein Galileo Mystery. Ah, ich wusste es! Ich wusste, dass der Bart noch dran sein wird. Ich dachte, das war jetzt was ganz anderes, aber ich war auf jeden Fall neidisch auf den Typen wegen seinem Bart. Alter, ich bin gerade so fucking fröhlich und proud, dass ich einfach selber die Dramaturgie von diesem Video so voll rausgefunden habe. Ich wusste, dass das ein Scam der Scam sein wird. Nennt. Fandest du nicht, dass der rechte aussieht wie der Typ von Harry Potter? Wie ist der noch? Hagrid. Hagrid? Ja, schon, aber irgendwie cool, sexy. Also. Aber voll süß. Hagrid also, ist so schon... Lieber. Ja, 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 aber... Und der linke ist David Dobrik. Ah, aber in Hispanic so, weißt du, so ein mexikanischer David Dobrik. Stimmt. Malik, beruhigen Sie sich. Aber ich sterbe. Ich sterbe. Malik, bist du auch zu jung? Immer ist das etwa die TikTok-Plattform. Kleine, aber feine TikToks. Nehmen wir da, lecker. Wir schmecken das Ganze. Warum kann ich den TikTok nicht nehmen? T-Pain's Baby. Das ist auf jeden Fall leicht verstörend, Digga. Pop like that. Oh. This guy thinks he's hot. Oh nein, bitte, wenn der so... Scheiße, Digga, das war echt geil. Pop like the Flash. Das war auf jeden Fall unerwartete Wende. Voll geil. Ich dachte, das ist so locker, der holt jetzt so sein T-Shirt raus und dann ist es voll die Infektion. Aber nein, Alter, ja, ich weiß halt, wenn wir das nachstellen hier, dann... Aber es gibt bessere, das ist cool so, aber es gibt deutlich bessere. Okay. Orange, my balcony. Worried neighbors. Yep, it's gamer time. Fand ich auch geil. Ja, ist okay. Guck mal, wenn wir den nachstellen... Ich bin schon verwöhnt, weil ich hab schon so geile Sachen gesehen. So you guys, if you want a shout out, you just need to do it. Okay, ich hab schon ein bisschen gebraucht. Es ist zu random. Digga, was ist das für? Ich verstehe die junge Generation gar nicht mehr. Wenn ich manche TikTok sehe, das ist so ein neuer Humor, der da gerade entsteht. Aber das war doch gar nicht. Leute, bitte erklärt mal diesen TikTok in den Kommentaren. Wir haben absolut keine Ahnung, was das so bedeutet hat. Ja, vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm oder. Achirin? Oh, Achirin. Explain this, atheist. If God's not real, then how did my girlfriend just get pregnant even though we've never had sex? Der Linke. Grüß, Digga, sein Gesicht. Meinst du, er feiert? Digga, er feiert hart. Digga. Alter, sein Leben, Alter. Bestes TikTok der Welt. Digga, ich hab noch nie was Geileres gesehen. Okay, das feiere ich auch. Alter, das müssen wir nachmachen. Es könnte schwer werden zum Nachmachen, aber ich könnte dafür üben. Warte, wir müssen erstmal versuchen, den Blick von dem Typen nachzumachen, okay? Und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Exemplar. Und zwar, if this video gets 100 likes, dann wird hier wohl irgendwas passieren, ja? Meinst du, er hat sich verschrieben vielleicht, oder? Meinst du, was er eingeschrieben wollte? 100 Leibs? 100 Leiber. Leib, oder? Körper. 100 Leib. Ja, wenn dieses Video 100 Körper bekommt.
Macht doch Sinn. Das wird es ein. Das ergibt voll Sinn. Wir gucken uns dieses eine finale TikTok nun an. Das wird dein Kunstwerk. Ich hoffe, dann nutze ich das Ganze. Und letztendlich könnt ihr natürlich entscheiden, welche fünf wir letztendlich nachmachen sollen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es mit den Füßen rankommt. Das, wo die Leute was in die Fresse bekommen. Aber sowas kann ich, glaube ich, richtig eskalieren. So, ich glaube, wenn ich TikToks machen würde, dann wären die alle so komplett violent, so komplett brutal, so komplett so nur mit so. Aber sowas wird gesperrt dann bei TikTok. Die haben nur einen sehr, sehr kinderfreundlichen Algorithmus. Oh, okay. Day you walked away, you were the clock that was ticking in my home. Changed my state of mind, love so hard to find. Ich feier's. Man hat wirklich noch gehofft, dass da was kommt. Boah, Mann, Alter. Wie hart kann man im Leben enttäuscht werden, ey. Genau deswegen feier ich diese Plattform. So kann ich jetzt ein Video rausgehen. Wir müssen noch eine finale geile TikTokierung finden. Oha, Digga, wo ist der hin? Wo ist der hin? Der kann oh, warte, jetzt kommt er wieder zurück. Das war nicht das beste Portal. Alter. Special Effects wirklich auf dem obersten Niveau. Das ist doch Zauberei, oder? Definitiv, ja. Wurde kein Videotrick angewandt, würde ich sagen. Und dann der linke Typ einfach. Alter. Den würde ich auch gerne nachmachen. Wieder abschreiben. Ich liebe dich. Ich liebe sie. Ja, Digga, das ist auf jeden Fall sick, ist der TikTok zu nachmachen. Ja, aber das ist bei TikTok solche Effekte zu machen, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Kannst nicht oder TikTok machen, oder? Doch, du kannst schon mit TikTok machen, aber es ist richtig kompliziert. Okay, aber man kann auch einfach Sachen hochladen, die man anders macht, oder? Ja, schon. Aber die Frage ist, welchen macht man nach den linken oder den rechten? Das müssen die Zuschauer entscheiden, oder? Ich würde sagen, wir machen beide. Auch die rechten auch nach. Ah, okay. Oder? Okay, das könnte schwierig. Yeah. Zuschauer, da habt ihr jetzt jede Menge Raum zu entscheiden. Es ging wirklich von absolut wack. Bis, ja, genüsslich. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Also, bitte, seid friedlich. Und ja, heute war auf jeden Fall mal ein bisschen anderes Video. Das liegt unter anderem auch daran, dass der Robus hier den anderen einen Prank ausgeübt hat. Der, glaube ich, heute beim Online kommt. Übrigens, bitte nicht vorbeischauen. Wo ihr allerdings vorbeischauen könnt, ist bei Gima. Von Blackie Box. Sorry. Sind wir bei dir auch ein anderes Video, oder wie? Ja, klar. Ich würde sagen, wir gucken uns noch mehr TikTok-Videos an. Oh, lieb gerne. Das war absolut lebensbereichernd gerade. Lieber als dies. Es ist so toll gewesen. Definitiv. So, und nun, Freunde, abonniert den Kanal, joint dem Team Will. Teamwillshop.de, der ultimative Shop. Wieso habe ich eigentlich noch kein Team Will T-Shirt? Richtig. Gute Frage, Dima. Dima. Das ist aber sexy. Ja. Leute, sogar mit dem neuen Original Look habe ich euch ja in der Insta-Story gezeigt. Fresh as fucke Sache. Bringt mich das T-Shirt auch bis zu den Sternen und zum Universum. Digga, bis zum Mars. Geben Sie Garantie. Bis zum Mars. Wie viele Jahre Garantie geben Sie? Länger als die Menschheit auf der Erde leben kann, weil das Ding ist ja, dadurch, dass wir dann auf Mars und so sind, dann kann die Menschheit länger leben und alles so und dann. Verstehen Sie? Also 5. Das wollte ich damit jetzt abonnieren.